So Leute, endlich kommen mal ein paar mehr PS-Protze zur DB Cargo. Die Baureihe DM3 gehört der SJ in Schweden und war dafür zuständig, schwere Erzzüge zu transportieren. Leider sind davon nicht mehr besonders viele im Einsatz. Die dreiteiligen Loks waren früher so braun lackiert und später blau-grau mit roten Zierelementen. Die meisten wurden einmal grundlegend modernisiert. Es gab 19 Stück, gebaut wurden sie 1960 bis 70. Die Achsformel ist hierbei etwas interessanter: 1D plus D plus D1. Die 1 steht hierbei für eine nicht angetriebene Achse und D jeweils für 4 angetriebene Achsen über Kuppelstangen. Sie fahren auf Normalspur, also 1435 mm, und bringen eine Länge von 35,25 Metern auf die Schiene. Und das wiegt pro Lok 273,2 Tonnen. Man muss natürlich nicht dazu sagen, dass die Dinger übelst stark sind mit 7200 Kilowatt, dafür aber auch entsprechend langsam mit nur 75 Stundenkilometern. Ihr Stromsystem ist wie in Deutschland 15 kV und 16 2/3 Hertz. Damit habe ich mir gedacht, könnten diese Fahrzeuge doch eigentlich ein neues Leben bei der DB bekommen, oder nicht? Es fehlte also für diesen Einsatz bei DB Cargo nur noch eine neue Lackierung, und die war einfach zu machen. Ich wünsche den 5 DM3 also viel Erfolg auf deutschen Schienen. Und euch noch einen schönen Tag und dass ihr jetzt keinen Augenkrebs habt. Bis zum nächsten Mal, seid gesegnet. Sendet mir noch ein paar Vorschläge über Instagram ein, was ich noch so Schönes anstellen soll. Ich hab Spaß dabei, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal, tschüss.